Und den einen Schlüssel können wir uns später. Wir gehen jetzt nach Ollivander. Wer hier wohl gelebt hat? Weiß ich nicht. Wie wär's mit einem Rundflug? Aus dem Weg! Der König ist hier. So. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Dann gehen wir mal zu Ollivander. Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Ollivander! Anfangen! Hallo? Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Bin mal gespannt, ob man den Zauberstab auch irgendwann mal kaufen kann. Er ist fertig. Bitte, voll schön. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Einen wunderschönen Louis. Der Pömpel. Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Der Pömpel. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr meint. Von wem habe ich das nur? Ist mein Geburtsrecht. Charles Rookwood würde sie nicht mal in der Nähe wollen. Yeah.
TikTok schädigt. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Stell dir mal vor. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Du verprügelst jemanden mit dem Pömpel. Du drohst einfach jemanden mit dem Pömpel. Ich pömpel dich. Ich habe auch einen Pömpel hier. Also. Ach, jetzt kommt das. Ach, Kacke. Perfekt. Ein bewegliches Zweck. Wäre gefährlich. In meinem Leib. So wie überall. Ah, da bist du. Du kannst nicht ewig standhalten. Du bist leichter zu sehen als ein Herumfetzen. Aha, das ist das. Ruzio! Wir sind gefährlich. Und Insekt! Ja! Oh shit, jetzt haben wir das ganz gemacht, ne? Mach ich für die nächste Aufnahme. Was hältst du denn? Protego! Imperium! Du hilfst mir jetzt ein bisschen. Mach das doch mal und ich zerquetsche dich wie einen Was habe ich hier jetzt gerade eigentlich ausgewählt? Genau. Schau mal nach oben. Bombarda! Kuzi! So, jetzt müsste ein... Zu mir gewechselt. Genau, jetzt müsste ein Ding einfach... Ja, ich weiß. Das ist halt der Pömpel, der macht, das willst du erwarten. Versuch es mir nicht allzu einfach zu machen. Gestatte mir, dein Ziel zu beenden. Robot verlieren nicht so leicht. Kuzio. Mich hat Folterkunde nie interessiert. Das ich glaube nicht. So, und nochmal. Und Schutz. Der Pömpel, der macht hat gesprochen. So, perfekt. War doch easy. Das war doch easy. Unglaublich. Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fig berichten, was passiert ist. Jemand okay, Milch? Go. Nicht? Okay. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Yes. Bin ich hier eigentlich? Sieht nach Ärger aus. Anifler, noch Anifler.
Einmal Wolle, juhu. So, den Zauberstab haben wir auf jeden Fall. So. Ja, perfekt. Rookwood ist Geschichte. Mir fehlt halt immer noch ein daedalischer Schlüssel, ne? Frage ist nur. Wo der ist. So. Was das? Ups. Also man könnte, ein perfekter Spruch zum Beispiel mit diesem Pömpel wäre auch, ich pömpel dir die Scheiße aus dem Leib mit dem, ich pömpel dir die Scheiße aus dem Leib. Incendio. Komm, trink. Den Mann gekillt. Revelio. Kann es sein, dass der da oben ist, der letzte? Revelio. Da muss auf jeden Fall irgendwo sein, der Schlüssel. Ne, hier waren. Hier waren wir schon. Im Musikraum? Im Musikraum vielleicht? Revelio. Hier ist auf jeden Fall keine. Wunderbar, einfach wunderbar. Ich habe den Schulleiter noch nie so königlich. Hmm.
bin gerade mal überlegen, ob vielleicht doch. In der Küche war auf jeden Fall keine. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Revelio. Meine Küche. Ne, hier war kein. Hier war keiner gewesen. Wir werden es finden. Die Frage ist halt nur, wo ist. Wir können ja schon mal die Marken, die wir haben, können wir ja schon mal hier reinpacken. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Die Herausforderung mit daedalischen Schlüsseln läuft gut. Super. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Das ist die letzte Hausmarke. Oh, ich habe doch alle zusammen. Mal sehen, was drin ist. Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleitung. Tja, siehst du? Und wir suchen noch und wir suchen und suchen und suchen und suchen. Kann man ja lange suchen nur, ne? Halt auch schon wieder kompletter Müll, den wir hier haben. Okay, wir können einmal zur Krypta. Unser Hausgeist, also toll. Die Krypta. Die Krypta, Krypta, Krypta. Ach so, ich wollte doch eigentlich, ich wollte doch eigentlich das Outfit jetzt anziehen im Moment. Jetzt, wo wir es ja gefunden haben, können wir es ja auch mal anziehen, ne? Ist es das? Ne, das ist es. Ich glaube, von Slytherin aber schöner. Naja. Dann gehen wir mal ins Sebastian. Unser Bro, der uns diese geilen Zaubersprüche beigebracht hat.
Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Richtig. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Nix da. Machen wir nicht. Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring Internet ist heute echt mega gut wieder, ehrlich. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Ich weiß. Ich bin dein bester, egal, bester Freund. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Dankeschön. Armer Sebastian. Sebastian, ich bin auch so froh, dich zu kennen. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir haben eine Wahl. Was bringt es, ihn jetzt auszuliefern? Richtig. Er bereut es offensichtlich sehr. Er wird so etwas nie wieder tun. Das hat er schon oft behauptet. Aber wir müssen auch an Anne denken. Sie ist krank und hat jetzt ihren Onkel verloren. Willst du ihr auch noch ihren Bruder nehmen? Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht hast du recht. Ich hab recht. So sehr ich glaube, dass Sebastian für seine Taten büßen sollte, würden wir damit auch Anne bestrafen. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ich rede mit Anne. Wenn ich es bin, stimmt sie dem Ganzen sicher zu. Danke, Ominous. Du bist ein guter Freund. Was auch vor uns liegt, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Richtig. Okay. Haben wir, ne? Protego! Ups. Haben wir erledigt. Sehr gut. Wir sind beste Freunde. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Eigentlich wäre Kartenkammer jetzt. Ne? Sprechfinale. Nee, doch. Warte mal. Genau. Müssen wir auch die Quest abschließen. Da. Hallo Nelly. Ich habe schon alle Schlüssel gefunden und meine Haustruhe geöffnet. Oh, wunderbar. Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm. Großartig. Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast. Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren. Perfekt. Haben wir erledigt. Herausforderungen?
mehr Platz für Ausrüstung, okay? Na gut. Hast du viel geschafft hier? Okay. Ich hab das alles gar nicht. Abgeschlossen auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch mal eben kurz in den Raum der Wünsche. Das haben wir jetzt mal unser Grabhorn frei. Wieso essen sie denn alle nicht? Da ist unser König. Da ist unser König. Ja, das findest du gut, ne? Das findest du gut. So. Und da ich noch nicht genug Mondkälber habe, machen wir noch ein paar. So, Mondkälber. Einfach so viele Tiere. Gut ist, die haben alle schon gegessen. Ich höre die noch schnurren dabei, ey. Das. Das ist so toll. Das ist so toll. Ich hab so viele Babys. So viele Babys. Ja, das gefällt dir, ne? Ja. Der
einfach so cool. Ist so cool. So. Muss ich aber mal eben. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Bin ich. So, Einhorn haben wir, ne? Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wo war das gewesen? Hier war das, ne? Ja. Wir haben allerdings auch noch. Na, okay. Ich finde, Sie haben hier große Fortschritte gemacht. Die kann ich. Das haben wir noch nicht ganz. Das haben wir voll. Das haben wir jetzt gerade an, ne? Wieso haben wir das nicht? Ach so, doch. Einmal Eigenschaften. Ja. Das haben wir. Aber jetzt haben wir Füllrate, alte Magie. Mehr Schaden. Incendio. Hier haben wir gar keine Verbesserung drin, ne? Eigenschaft meine ich. Was machen wir denn? Mache ich den rein? Ja, und hier fehlt mir jetzt, glaube ich, noch ein. Ach nee, können wir doch machen. Aha. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir sind endkampfbereit, wa? Protego. Voll verbesserte Klamotten. Aber das machen wir morgen. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme.